Fahrräder, Fahrräder, Fahrräder. Dieses Bild soll es auch in diesem Jahr wieder in Zwickau-Eckersbach geben. Der traditionelle Sparkassencup des ESV Lok Zwickau steht sozusagen an der Startlinie. Die Informationen über den Stand der Vorbereitungen holten wir uns aus erster Hand. Rainer Künzel, hier ist alles noch ruhig in Eckersbach. Sozusagen die Ruhe vor dem Sturm, denn in einigen Tagen soll es ja anders aussehen. In einigen Tagen wird es wie jedes Jahr anders aussehen hier in Eckersbach. Da werden die Maschinen, die Räder also an den Start geschoben, da werden die Räder hier summen und die Pneus werden hier unter, das Asphalt wird unter die Pneus genommen. Das Radrennen im Stadtteil Eckersbach ist inzwischen eine wirklich traditionelle Veranstaltung, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Es ist keinesfalls das erste oder zweite Rennen. Nein, wir haben also bisher den 27. Weltkampf, den 27. Sparkassencup, den wir hier auch in Eckersbach immer wieder traditionell durchführen. Und mit der Mannschaft, die wir haben, die das also entsprechend auch vorbereitet, schon viele Jahre Erfahrung haben, sind wir sicher, dass wir das auch wieder sehr gut hinkriegen werden. Wie sieht's denn mit der Voranmeldung aus? Die Voranmeldungen laufen, wobei man dann sagen muss, da kann ich heute noch nicht sagen, wie es am Ende wirklich aussehen wird, weil die meisten Meldungen erfahrungsgemäß immer in der letzten Woche. Manche kommen einen Tag vorher noch oder manche kommen auch am Start, aber wir rechnen wieder mit ordentlichen Feldern hier. Da heißt es dann für die Verantwortlichen beim ESV Lok, Pokale und Medaillen beschaffen, aber auch die Strecke vorbereiten, die Straßensperrungen beantragen und so manche Arbeit mehr, die ohne Sponsoren und vor allem ohne freiwillige Helfer gar nicht zu schaffen wäre. Sie sagen es. Und wir sind da sehr, sehr dankbar, dass wir seit vielen Jahren sehr zuverlässige Unterstützer haben. Allen voran natürlich die Sparkasse, die den Namen gibt. Die Stadt, die uns sehr unterstützt mit ihren ganzen Einrichtungen, der Sportstättenbetrieb. Aber die vielen auch ehrenamtlichen Helfer, die hier an der Strecke das absichern müssen. Und den allen, den Sponsoren und unseren Helfern, denen gehört ein großer Dank an dieser Stelle schon mal. Ohne die würde ein Radrennen nicht mehr stattfinden können. Auch bei den bisherigen Siegerehrungen war immer zu erkennen, dass der Sparkassencup des ESV Lok inzwischen auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und beliebt ist. Wir haben in diesem Jahr wieder eine starke Mannschaft vom AC Prag da, von Sparta Praha da. Die haben sich schon wieder angemeldet, wie jedes Jahr. Die sind also unsere Stammgäste auch. Und hier und da ist auch mal ein Fahrer aus einem anderen Land noch mit da. Aber vor allen Dingen ist es ja so, dass hier wir ein bundesoffenes Radrennen haben. Und das bedeutet, dass also aus allen Bundesländern hier Fahrer an den Start gehen können und sehr häufig auch schon da waren. Wie bei vielen anderen Sportvereinen auch, liegt der Fokus beim ESV Lok auf der Nachwuchsarbeit. Die Kinder von heute sind die Europameister von morgen oder auch die künftigen Führungskräfte in den Vereinen. Deshalb lässt man sich da immer wieder mal etwas Neues einfallen. In diesem Jahr gibt es einen Wettbewerb für nicht aktive Jungen und Mädchen. Wir suchen aktuell Nachwuchs, wie viele andere Vereine ja auch. Und das ist natürlich eine Gelegenheit für Jungen und Mädchen, das will ich betonen, auch Mädchen, im Alter von 7 bis 10 Jahren hier mal erste Versuche zu machen und auf einer abgesperrten Rennstrecke mit ihren Rädern, und das sind alle Räder zugelassen, hier mal sich auszuprobieren. Und das wäre nicht das erste Mal, dass wir jemanden, der hier seine ersten Schritte oder seine ersten Tritte getan hat, der dann zum Schluss Europameister und gar Weltmeister geworden ist. Nun gehe ich mal davon aus, es wird jeder wissen, dass der Helm hier die Normalität ist bei so einem Rennen. Aber was müssen die Fahrräder ansonsten erfüllen? Die Fahrer müssen den verkehrstechnischen Zustand haben. Da wird darauf geachtet, die Fahrräder müssen also natürlich ordentliche Bremsen haben. Das ist das Hauptgebiet, was wir ja dann brauchen, weil Beleuchtung ist jetzt nicht an dem Tag so notwendig, aber ansonsten müssen sie eben diesen technischen Voraussetzungen entsprechen. Wird das sicherheitshalber hier nochmal kontrolliert? Das wird kontrolliert, nochmal auch am Start nochmal kontrolliert, dass alles in Ordnung ist, dass es hier nicht zu irgendwelchen Stürzen oder zu irgendeinen Verletzungen oder irgendwas kommen kann. Nun freuen wir uns auf die Rennen, auf die verschiedenen Wettkämpfe. Was schätzen Sie denn so für den Hauptlauf? Wie viele Teilnehmer werden es denn ungefähr werden?
Also wir haben aus der Erfahrung heraus immer so etwa Felder zwischen 50 und 60 Fahren hier. Das sieht immer sehr imposant aus, wenn die hier vorbeisurren. Wir werden das Hauptrennen wieder durchführen mit der Elite und den Junioren gemeinsam. Das ist damit natürlich auch ein größeres Feld, die selbstverständlich getrennt gewertet werden. Aber das glauben wir auch in diesem Jahr wieder zu erreichen, dass wir so um die 60 Fahrer hier an den Start haben. Na dann drücken wir die Daumen. Und vielleicht wird das Rennen nicht nur bei den Fahrern, sondern auch bei den Zuschauern noch beliebter. Am 21. September um 10 Uhr fällt der erste Startschuss zum 27. Sparkassencup des ESV Lok Zwickau in Eggersbach.